Ich habe jetzt nochmal eine andere Deckschicht ausprobiert, wie die funktioniert. Weil das mit dem Perlit ist natürlich ab einer gewissen Höhe auch schwierig, wenn das dann nach oben schwimmt und man dann das ganze Moor immer in weiß hat. Und da habe ich mir jetzt einfach mal so ein bisschen trockenes Sphagnum, Kokos und eben Pinienrinde zusammengemixt, noch ein bisschen Sand, das kann man vielleicht auch erkennen. Und das werde ich jetzt halt auch mal eine Weile beobachten, wie gut es das Wasser nach oben führt. Aber die andere Mischung, die hat da eigentlich auch schon recht gut funktioniert.